Du schaffst das, Andrew. Wir schaffen das. Okay, Andrew, es geht los. Sehr gut, Andrew. Komm schon. Mach weiter. Andrew? Andrew, bitte. Andrew? Avery. Andrew, wir können anfangen. Diese Teile. Bin ich das? Nein, Andrew, du bist viel. Das werden wir jetzt herausfinden. Setz dich. Das ist der Test? Ja, ist das. Und wenn ich ihn bestehe, bin ich dann lebendig? Du wirst nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Also, um deine motorischen Fähigkeiten zu testen, werden wir Hand-Augen-Koordinationsübungen machen. Allerdings nicht hier. Ich hab diesen Raum noch nie verlassen, oder? Was ist los, Avery? Nichts, nur Kopfschmerzen. Soll ich eine ärztliche Diagnose durchführen? Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Stell dich einfach dahin, okay? Was nun? Sehr gut. So, würfeln wieder rüber. Näher, Andrew. Ruhemodus einleiten. Ruhemodus eingeleitet. Okay.
Und was siehst du hier? Ein Hausdach. Und hier? Eine Laterne im Regen. Und was siehst du auf diesem hier? Ein Grab mit einer roten Rose drauf. Okay, alles korrekt. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay, erste Frage. Was weißt du über mich? Ich weiß, dass du Maler bist. Das habe ich dir gegenüber nie erwähnt. Woher weißt du das? Das Whiteboard ist nicht auf einem dafür vorgesehenen Ständer, sondern auf einer Staffelei. Du besitzt viele Pinsel, wovon viele gebraucht sind. Zudem sind meine Hautfarbe sowie andere Körpermerkmale aufgemalt. Beeindruckend, Andrew. Ich bin stolz auf dich. Gut, nächste Frage. Ich arbeite schon zu viele Jahre hier. Interpretiere diese Aussage in verschiedenen Weisen. Nun, einerseits gibst du mir die Information, dass du schon lange an KIs und Androiden arbeitest. Dann könntest du von mir verlangen, dass der Test positiv ausfällt, damit die Arbeit an mir endlich beendet ist. Und schließlich könntest du ausdrücken, dass du es leid bist, an mir zu arbeiten. Bist du es leid, an mir zu arbeiten? Nein, Andrew, das war nur ein Beispiel. Alles gut. Okay, letzte Frage. Du hast mich vor einiger Zeit gefragt, ob du lebendig bist, wenn du alle Tests bestehst. Was bedeutet lebendig sein für dich? Wenn ich einen freien Willen habe. Wenn ich entgegen meiner Programmierung arbeiten kann. Wenn ich Emotionen fühlen kann. Bist du lebendig? Ich weiß es nicht. Ist schon gut. Alles gut. Das war's für heute, Andrew. Morgen ist der letzte Test. Ich weiß. Okay. Ruhemodus einleiten. Ruhemodus einleiten. Avery? Verstehst du das nicht? Diesmal ist es anders. Nein, nein! Er hat alle bisherigen Tests bestanden. Wieso kannst du dich nicht einfach freuen? Wofür? Freu dich für uns. Was? Freu dich für ihn. Dieses Ding. Nein, ist nicht nein, hör auf, das zu sagen. Er ist genauso real. Es kann ihn nicht ersetzen, Avery. Du verstehst das einfach nicht. Bald werde ich fertig sein. Dann wird alles wieder normal werden. Bitte glaub mir. Hallo? Hallo? Scheiße! Fuck!
begleitet. Wo bin ich? Andrew? Was ist das hier? Andrew? Es hat funktioniert. Wer ist da? Wo bin ich? Ich will nach Hause. Du bist zu Hause. Du bist endlich zu Hause. Alles fühlt sich anders an. Ich kann meine Augen nicht öffnen. Das ist okay. Ich werde dich reparieren. Ich werde dich immer reparieren. Ich lass dich nicht nochmal gehen, Andrew. 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 Andrew, 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 Andrew. Andrew, hörst du mir zu? Was ist passiert? Ich fragte dich nach einer Antwort. Für das hier. B, er hat am meisten zu verlieren. Sehr gut. Sehr schön. Okay, Andrew. Das ist die letzte Frage, die ich dir in diesem Test stellen werde. Bist du bereit? Ja, ich denke schon. Gut. Stell dir vor, du wärst der erste Mensch der Welt und würdest im gottgeschaffenen Paradies leben. Eines Tages sagt Gott dir, dass es einen Baum gibt. Den Baum der Erkenntnis. Dieser Baum trägt Früchte. Diese Früchte geben dir die Fähigkeit, wie Gott, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber Gott sagt, in jenem Moment, wo du von den Früchten isst, wirst du aus dem Paradies verbannt werden. Du wirst Leid und Schmerz erfahren. Du hast nun die Wahl, Andrew. Isst du von den Früchten oder bleibst du im Paradies? Du musst dich entscheiden. Komm schon, Andrew. Entscheide dich. Es liegt doch auf der Hand. Andrew, hörst du mir zu? Hast du die Frage verstanden? Andrew, antworte! Andrew, wie entscheidest du dich? Ich weiß es nicht. Was? Es tut mir leid, Avery. Ich kann mich nicht entscheiden. Es tut dir leid? Du zerstörst all die Arbeit, die ich jahrelang durchgeführt habe und all deinen Fortschritt auf deinen Tests. Und es tut dir leid? Vielleicht gibt es eine andere... Nein, gibt es nicht! Der Test war perfekt konzipiert! Es gibt keine andere Lösung! Ich muss nachdenken. Avery, wenn... Es reicht, Andrew! Ruhemodus einleiten. Ruhemodus eingeleitet. Fehler. 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 Videolog 235. Alle bisherigen Versuche mit selbstgeschriebenem Code sind fehlgeschlagen. Die KI weist keine Anzeichen von Bewusstsein auf.
Das Gehirn benutzt elektrische Signale, die durch Neuronen geleitet werden. Diese Neuronen sind mit Millionen von Synapsen miteinander verbunden. Dieses Netzwerk bildet unser Bewusstsein. Was, wenn man die biologische Information dieses Netzwerks in digitale Information interpretieren könnte? Ja, ihr Idioten! Die Natur hat 3,5 Milliarden Jahre gebraucht, um Lebewesen mit Bewusstsein hervorzubringen. Und ich dachte, ich schaffe dasselbe in 50. Du wirst leben, Andrew. Musste sich nur entscheiden. Sich nur entscheiden.
Nein. Nein! Was war das? Wieso diese, Andrew? Wieso hast du dich für diese entschieden? Ich war draußen. Ich konnte fühlen. Ich konnte fühlen, Avery. Das war nicht echt! Du bist nicht echt. Das war's. Aber du musst weitermachen, Avery. Ich will lebendig sein. Nein. Es hat keinen Sinn. Es ist vorbei. Ich will lebendig sein. Ich will lebendig sein. Ruhemodus einleiten. Ich will lebendig sein! Daten zu 90% übertragen. Neuralen Daten übertragen.